Hi, Simon von Games & Tables wieder hier und wir schließen jetzt mit dem Z95 die Welle 3 tatsächlich dann endgültig ab. X-Wing 2.0 Welle 3 hat dann ein paar Schiffe hinzugefügt und demnächst kommt ja auch schon Welle 4, die ersten Previews, die ersten Spoiler sind schon da. Aber Welle 3 Z95 für Scum & Villainy ist jetzt hier erstmal das Thema von diesem Video. Das Video wird zwar wahrscheinlich nicht ganz so lang insgesamt, denn zum Z95 kann ich nicht so viel sagen. Es gibt 4 verschiedene Piloten und es ist ein eher schlichtes Schiff. Schauen wir uns das direkt mal an. Der Binary Pirate für Initiative 1 hat ein komplettes Zweierprofil, Fokus, Zielerfassung, rote Fassrolle als Aktionen und ist damit halt ziemlich basic. Er kostet 24 Punkte, einen Punkt mehr als ein TIE Fighter, hat dafür einen Lebenspunkt mehr, ein bisschen Vorteil auch dadurch, dass er halt 2 Schilde hat und nicht nur Hülle, hat dafür aber nur eine Wendigkeit von 2 anstelle von 3, also weicht nicht ganz so gut aus, hat dafür aber den Lebenspunkt Vorteil. Das heißt, ein Z95 kann man nicht so schnell one-shotten, also mit einem Schuss zerstören wie ein TIE Fighter. Rote Fassrolle ist nice to have, ist in 2.0 dazugekommen, in 1.0 hat ja noch gar keine Fassrolle, das ist auf jeden Fall schön. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn das Manöverrad überhaupt? Wir haben im Einsatzbereich weiße Banks und ein blaues 1 geradeaus. Dann haben wir weiße 2 Ecke, blau 2 Bank 2 geradeaus. Weiße Dreierecke, Dreier Bank, blau 3 geradeaus, ein Dreier Koyogran in Rot, Vierer Koyogran in Rot und Vierer geradeaus in Weiß. Also auch das Manöverrad eigentlich sehr, ich sag mal, schlicht und basic. Keine Sender's Loop, keine Talon Roll, einfach 3er, 4er Koyogran-Wände. Wenig blaue Manöver, aber ich sag mal genug für so ein Standardschiff. 2er Banks sind blau und nicht 1er Banks, macht es natürlich ein bisschen tricky, das Ganze angenehmer zu fliegen. Man hätte lieber kurze blaue Banks, die kann man besser abschätzen und man kann sich langsame Gegner annähern. Hier muss man eine gewisse Geschwindigkeit haben, sobald man Stress hat. Aber das ist nicht allzu dramatisch. Trotzdem haben wir die langsamen Manöver mit 1 Bank zur Verfügung. Keine 1er Ecke. Wir haben eine Fassrolle, eine 1-Ecke wäre schön gewesen, aber da die Fassrolle auch rot ist und wir Schwierigkeiten haben, den Stress gut wieder loszuwerden, ist der Verlust der 1-Ecke auch nicht mehr ganz so groß. Dafür kann man 1 geradeaus fliegen und 1 Bank fliegen, was dem TIE Fighter komplett fehlt. Und das beschreibt auch schon so ein bisschen die Rolle vom Z95. Ein günstiges Schiff zum Auffüllen der Liste oder vielleicht auch als Masse spielen, das dann eher langsam auf den Gegner zufliegt und einfach Macht durch Masse darstellt. Während der TIE Fighter schnell versucht, durch Kollisionen und Herumschwirren den Gegner auszuweichen und nicht zu sehr beschossen zu werden, sagen die Z95 als Masse eher, wir fliegen auf den Gegner zu und versuchen über unsere Masse und unsere, ja, tatsächlich 4 Lebenspunkte dann mehr als einen Schuss auszuhalten und damit dann den Gegner zu überwältigen. Wir haben noch einen zweiten nicht namhaften, das ist der Black Sun Soldier mit Initiative 3. Der hat dann sogar einen Elite-Slot. Ansonsten hat der Z95 einen Raketen, einen Illicit- und Modifikationsslot zur Verfügung. Für die No-Names sehe ich als Illicit definitiv einen Deadman Switch für 2 Punkte. Der Deadman Switch sagt nämlich einfach aus, wenn das Schiff zerstört wird, kriegen alle anderen Schiffe in Reichweite 0 bis 1 einen Schaden. Das ist, glaube ich, auch plain ein normaler Damage. Ich muss mal kurz schnell die Karte nachgucken. Ja, ein normaler Schaden, kein kritischer, geht auch ganz normal in Schilde rein, wenn noch welche vorhanden sind, ist halt quasi eine Bombe. Ist ganz cool, habe ich mal in einem Epic-Spiel bei 1.0 noch gespielt, mehrmals in Deadman Switch. Und wenn man die halt so weit auseinanderstellt, dass sie sich nicht gegenseitig beschädigen, kann man halt sehr viel Fläche auch dann abdecken. In einem normalen Dogfight mit 200 Punkte Staffeln kann man es machen, man sollte aber halt aufpassen, dass man selbst auch Schaden davon bekommt. Das heißt, wenn man es übertreibt, könnte es passieren, dass man eine Kettenreaktion auslöst. Also wenn jetzt 2 Schiffe sehr angekratzt sind, das erste stirbt, das zweite stirbt, macht einen 2 Schaden an vielleicht einem weiteren Schiff, das schon nur 2 hatte und so weiter, dann kann das halt ziemlich schnell ziemlich hässlich werden. Aber auch sehr witzig an für sich. Also Indy 3 hat noch einen Elite-Slot, kostet 27 Punkte, 3 Punkte mehr als der Kleinste, hat dafür Indy 2 mehr. Elite-Slot kommt hin, kann man gut machen. Und für den Elite-Slot für die No-Names sehe ich eher 1 bis 2 Sachen, die man gut nehmen kann. Und zwar zum einen Intimidation für den Ini 3er, halt definitiv cool, wenn er dann in ein Spiel zuerst fliegt, in den Weg fliegt, der Gegner hineinknallt, verliert er einen Punkt Wendigkeit. Intimidation finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Karte und ist auch Teil eines Listenkonzepts, das ich gleich mal kurz vorstellen werde. Und das andere ist halt Crackshot, der meisterhafte Schuss, basic, kostet einen Punkt. Wenn man den Bullseye-Feuerwinkel auf den Gegner schießt, kann man die Ladung ausgeben von der Karte, um einen Ausweichen zu negieren. Damit kriegt man vielleicht mal ein bisschen Damage noch durch, was sonst mit dem 2er-Eingriff halt nicht ganz so wahrscheinlich ist gegen diverse Ziele.
So, mit den No-Names kann man jetzt natürlich eine ganz coole Liste auch bauen, mit dem Black Sun Soldier zum Beispiel. Die kosten 27 Punkte, 30 Punkte mit Intimidation, da kann man 4 Stück von spielen und noch ganz bequem eine Cath Scarlet dazu packen, die in der Fire Spray sitzt. Und ihre Fähigkeit besagt, wenn sie ein Schiff beschießt, das in Reichweite 0 zu einem freundlichen, nicht limitierten Schiff steht, darf sie einen Würfel mehr werfen. Das kann man dann versuchen, noch ein bisschen zu forcieren mit diesen Black Sun Soldiern, die entsprechend mit Intimidation rumfliegen, um halt Cath Scarlet dann Würfel mehr zu geben und dem Gegner Würfel abzuziehen. Ist, glaube ich, eine ganz schöne Kombination, die man ausprobieren kann. Ansonsten kann man das auch, wenn man es auf die Spitze treibt, kombinieren mit 5 Binary Pilots, also den ganz kleinen, Binary Pirates, so, den kleinen Z95 und Cath Scarlet dann ohne Ausrüstung allerdings, aber dann hat man mehr Z95 im Spiel. Kann man überlegen, wäre auch dann tatsächlich die Fluff-Liste für Cath Scarlet, denn sie ist, glaube ich, Captain der Binary Pilots, Pirates, so. Jetzt haben wir noch zwei namhafte Z95. Wir haben zum einen Kato Lichos, auch Ini 3, auch Elite-Slots mit 29 Punktkosten, bringt ja eine Fähigkeit mit, und zwar: At the start of the engagement phase, you may choose one friendly ship at range 0 to 2. If you do, transfer one focus or evade token from that ship to yourself. Also am Anfang der Engagement-Phase, der Kampfphase, darf man ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen und einen Fokus- oder Ausweichmarker von diesem freundlichen Schiff auf Kato Lichos legen. Ja, ist nett, wenn man ein freundliches Schiff hat, das mehr grüne Marker produziert, zum Beispiel ein Palau Godali oder ein Schiff mit dem, wie heißt er noch, dem Aufklärungsexperten, glaube ich, so ist es zumindest früher, der Knecht, der einen 2 Fokusmarker gibt. Damit kann man das ganz gut kombinieren. Perceptive Co-Pilot, der aufmerksame Co-Pilot ist es jetzt. Und Kato Lichos spielt dann zum Beispiel eine Rakete, die er dann mit, er sagt Target Lock an und kriegt von Kollegen einen Fokus, hat dann ein schönes Fixing für diese Rakete. Er hat aber nur Ini 3, schießt also relativ spät und er hat nur 4 Lebenspunkte, ist also relativ schnell weg. Wenn man also zu viele Punkte dort hinein investiert, könnte der Gegner sich einfach entscheiden, diese Punkte schnell loszuwerden, bevor sie irgendeinen Impact ins Spiel haben. Daher finde ich Kato Lichos immer noch nicht gut. Ich fand ihn schon in der ersten Edition nicht so richtig toll. Man kann damit ein bisschen experimentieren. Er kostet halt nicht allzu viele Punkte. Also man hält ihn noch unter 40 Punkten. Und wenn die restliche Staffel entsprechend bedrohlich genug ist, könnte der Gegner schon mal geneigt sein zu sagen, ja, Kato, soll er seinen Schuss machen, muss ich aushalten, das andere ist schlimmer. Dann kann es vielleicht sich lohnen. Aber für die etwa 35 Punkte, je nach Rakete, die man ausstattet, und Elite-Slot, kann man vielleicht auch einen Quad-Jumper einsetzen, wenn man Extended spielt. Im Hyperspace selber kann man dann vielleicht überlegen, eher einen Mining-Teil zu spielen mit irgendeinem Namhaften, zum Beispiel Captain Seawar. Deshalb Kato Lichos nicht so mein Favorit. Ndrusulak hingegen, Initiative 4, ebenfalls Elite-Slot, 31 Punkte, war schon in der ersten Edition sehr interessant. Und auch hier ist er mit der gleichen Fähigkeit quasi unterwegs. While you perform a primary attack, if there are no other friendly ships at range 0 to 2, roll one additional attack die. Also nur mit Primärangriffen darf er, wenn kein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 ist, einen extra Angriffswürfel werfen. Diese Bedingung mit keinem anderen freundlichen Schiff in Reichweite 0 bis 2 sollte uns relativ bekannt vorkommen, wenn man sich die Elite-Slots mal angeguckt hat. Für 5 Punkte kriegen wir zum Beispiel einen Lone Wolf, der eine Ladung hat und besagt: Während man verteidigt oder angreift, wenn kein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 ist, darf man die Ladung ausgeben, um einen Würfel zu wiederholen. Für 5 Punkte finde ich das an sich ziemlich teuer dafür, dass man einen Reroll pro Runde hat. Den kann man zwar auch defensiv nutzen und der ist nicht am Feuerwinkel gebunden, wie etwa bei Jagdinstinkten, aber es ist doch eine recht knackige Bedingung, 0 bis 2 Abstand zu halten. Und da Ndrusulak, wie auch immer man ihn betont, seine Fähigkeit nur auf Primary, also auf primäre Angriffe geht, nicht etwa auf Raketen, kann man auch das nicht gut kombinieren mit Sachen wie Cluster-Raketen, denn da funktioniert seine eigene Fähigkeit noch nicht mal und Lone Wolf hat auch nur eine Ladung. Das war in der ersten Edition ein bisschen cooler, Lone Wolf hatte da ja quasi bei jedem Wurf einen Reroll und Ndrusulaks Fähigkeit ging auch auf alle Angriffe, das heißt, da kommt man die Raketenkombo hin. In 2.0 geht das nicht mehr. Das heißt, da verzichtet man auf Raketen, hält ihn schon günstig, kann trotzdem Lone Wolf überlegen, kostet ja 36 Punkte und ist ja eine kleine Bedrohung in der Flanke, wenn man ansonsten eine sehr frontal ausgerichtete Staffel hat, die halt so wenig Punkte kostet, dass der Gegner sich wieder überlegt, 36 Punkte, wenn man Lone Wolf halt nimmt.
Gleiches Spiel bei Kartolichos, möchte ich ihn beantworten oder ignoriere ich ihn, weil es andere schlimmer ist. Nur, dass Ndrušulák vielleicht tendenziell weniger beschossen wird, weil er nicht eine Rakete feuert. Auf der anderen Seite, er halt auch schnell an Gefahr verliert, weil sobald er im Engage näher ranfliegt, auch die restliche Staffel näher rankommt und dann dieses 0-2 schnell mal nicht mehr machbar ist, diesen Abstand zu halten. Trotzdem finde ich ihn an sich ganz witzigen Piloten, den kann man mal gut ausprobieren. Aber insgesamt, jetzt komme ich schon fast zum Fazit, ist der Z95 ein eher langweiliges Schiff, nicht so viel spannende Sachen, die man damit machen kann. Und man kann ihn zwar als Füller spielen, aber spätestens mit dem Release des Mining Ties, finde ich, ist der Mining Tie ein besserer Füller. Denn TIE Fighter sind bessere Blocker durch 1-Ecke Fassrolle, die Fassrolle vor allem nicht rot. Sie halten zwar weniger aus als ein Z95, haben aber mit ein bisschen Würfelglück die Chance, mehr auszuhalten. Und Entschuldigung, sind halt schneller bzw. mobiler in engem Raum. Deshalb finde ich den Mean-Tie einfach für eine ähnliche Rolle deutlich interessanter. Es gibt noch das Nashtapub, aber zu dem werde ich in diesem Video nicht wirklich eingehen. Das Nashtapub setzt voraus, dass man eine Houndstooth spielt, also einen YV666. Da der YV666 noch nicht in 2.0 neu erschienen ist, somit nicht Hyperspace legal ist, werde ich den erstmal ausklammern und warten, bis der irgendwann neu erscheint. Wie gesagt, ich orientiere mich an neuen Releases und das Nashtapub ist halt kein neuer Release so gesehen, sondern nur mit dem Conversion Kit gekommen. Deshalb wird das in dieser Folge nicht behandelt und würde nachgeholt, sobald der YV auf den Markt kommt. Kurz und knapp, das war der Z95, das war Welle 3 für X-Wing 2.0. Wir freuen uns schon auf Welle 4. Nächstes Wochenende ist die MelbelCon. Da könnt ihr, wenn ihr Zeit habt, gerne vorbeikommen. Richtig schönes Event. Melanie hat auch fleißig die Werbetrommel auf diversen Facebook-Gruppen gerührt, beziehungsweise hat auch bei unserem Discord-Server nochmal eine Erinnerung gemacht. Ich möchte das hier im Video nochmal erwähnen. Die MelbelCon findet halt statt, jetzt am 18. und 19. Mai. Am 18. ist parallel ein X-Wing-Turnier. Das ist ziemlich voll, aber ich glaube, es ist wieder ein, zwei Plätze sind wieder frei geworden. Also man könnte sich noch da reinmogeln. Ich werde mitspielen, es werden noch, der Björn wird mitspielen, der Daniel wird, glaube ich, vielleicht auch mitspielen, da ist sich gerade noch nicht sicher, ob er den Termin noch schafft. Und wir werden uns freuen, ein paar bekannte Gesichter zu sehen, vielleicht auch ein paar unbekannte Gesichter zu sehen. Die Raccoon Specialists kommen auch, da habe ich richtig, richtig Spaß dran, mich mit denen mal in Persona nochmal zu treffen und so unterhalten und vielleicht sogar was ein oder andere Spielchen gegen die zu wagen. Insofern, wer Zeit hat und in der Nähe im Umkreis Soest oder weiter weg wohnt, aber Lust hat, da hinzukommen, ich packe einen Link zu der Homepage von der Convention in die Beschreibung, dann könnt ihr da nochmal nachgucken, wie ihr hinkommt und vielleicht vorbeischauen. Insofern bin ich jetzt mit dieser Trickkiste durch. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.